Noch ein paar letzte Feinarbeiten und die Handwerkertruppe überlässt den Gasometer in neuem Look wieder den Besuchern. Mit Pergamon kommt nach Rom 312 und dem Great Barrier Reef das dritte Werk des Künstlers Jadiger Assisi nach Pforzheim. Ich glaube, das Tolle an diesem Panoramenprojekt, also diesem Kunstform-Panorama, ist es, dass ich Menschen ansprechen kann. Und wir haben ja hier es mit einem historischen, verhältnismäßig schwerfälligen Thema zu tun. Aber wenn man dieses Thema einfach erzählt, ist es auf einmal nicht mehr schwerfällig. Wir sind nach zwei Projekten, die wir hinter uns haben, bin ich also sehr zuversichtlich, dass sie dieses Projekt auch annehmen werden. Und dass es in Pforzheim ist, denke ich, zeigt eigentlich, dass diese Projekte überall sein können. Das Einzige, was diese Projekte brauchen, sind Leute, die Mut haben, so ein großes Gebäude hinzustellen, um diese Panorama auch aufzunehmen. Diesen Mut bewies der Pforzheimer Unternehmer Wolfgang Scheidweiler. Er ließ das historische Industriedenkmal sanieren und machte es zu einem Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Kulturort. Der Erfolg gibt ihm recht. Rund 1,3 Millionen Besucher sahen die ersten beiden Installationen. Man braucht auch die Emotionen zu sagen, wir wollen es. Und man braucht natürlich auch die Erfahrung, Dinge zu machen, von denen jeder behauptet, geht nicht. Und dann macht es ja besonders viel Spaß. Und das hier war eins davon. Das 32 Meter hohe und 111 Meter umfassende Panorama führt die Besucher in das Jahr 129 nach Christus und zeigt die antike Metropole in zahlreichen Facetten auf insgesamt 3500 Quadratmetern. Herausragend ist der Pergamonaltar mit dem von Assisi künstlerisch vervollständigten Nordfries. Der Altar gilt als eines der imposantesten rekonstruierten antiken Bauwerke und begründet bis heute den Weltruhm des Pergamonmuseums in Berlin. Die Ausstellung ist das Ergebnis einer einzigartigen Kooperation zwischen der antiken Sammlung der Staatlichen Museum zu Berlin und Jadiger Assisi. Bei einer Pressekonferenz vor Ausstellungseröffnung betont der Künstler, dass solche Projekte nicht ohne ein Team von erfahrenen und professionellen Menschen möglich ist. Insbesondere spielt die musikalische Komponente eine Schlüsselrolle in dem begehbaren Kunstraum. Wir sprechen eigentlich von Tag 1 über die Musik, was er vorhat, wo er... Was er vermitteln will. Und dann ist es halt meine Aufgabe, quasi seine Vision von dem Bild in Ton umzusetzen. Dann. Also ich bin so dieses kleine Rädchen an Emotionen halt, ja. Wo wir teilweise auch, nee, ist uns zu traurig, ist uns zu glücklich, ist uns zu dramatisch oder wir wollen mehr Dramatik. Also da ist so ein Ausgleich. Aber wenn wir dann sagen, mit der Vorsimulation, okay, es gefällt uns, dann kommen die Orchester, dann kommen die Solisten und es ist eine fantastische Sache, an dem Projekt mitmachen zu dürfen halt, ja. Pergamon im Gasometer Pforzheim. Öffnungszeiten und weitere Infos unter www.gasometer-pforzheim.de.